Pangi wird jetzt einfach angeflasht von Alessandra, die auch direkt mit dem CC kommt, noch direkt der Marokka hinterher. Der flasht da auch einfach drauf. Der will den Kill haben. Jarvan jetzt mit der Combo. Belama wird hier wahrscheinlich auch die Alessandra töten können, die natürlich kein Fleisch mehr gehabt. Und Pangi und Belama wollen auch noch den Marokka haben. Der CC sitzt und damit wird jetzt hier auch noch der Marokka fallen. Top Lane, Fass hat getroffen. Scaling auch mit dem Body Slam. Ja, und mit den Sword am Bauen kommt man nirgends mehr hin. Nächstes Play auf der Top Lane. Jarvan ist da. Oh, schöne Combo. Sorgt dafür, dass er der Yone nicht mehr mit der Ult rauskommt. Cataclysm ist drauf. Scaling mit dem Body Slam hinterher. Kill. Jetzt gibt es ein Botlane Play. Die Ciri schafft es noch raus, aber dasselbe kann man nicht für die Lulu sagen. Leona vielleicht auch noch davon. Cleaner Dive. Pangi wird hier angegangen. Der Flash ein bisschen zu spät. Lissandra Ult ist drauf. CC ist zu viel. Aber das Mantachio könnte noch genug Schaden gemacht haben. Bela mal direkt mit dem Flash Ult. Und Cataclysm reicht hier, um den Kill zu kriegen. Combo hinterher auf der Maokai. Da kommt jetzt auch noch eine Lulu angelaufen. Die speedet, die shieldet, die ultet. Und Bela mal mit der Q kriegt den Kill. Top Lane Skagen. Wieder gegen den Yone in Duell. Soul Unbound. Geht wieder zurück. Und er versucht noch zu ulten, aber er stirbt trotzdem noch ein Fass vorher. Jetzt wieder ein Play auf der Botlane. Die Lulu ist da lange durch. Sie sieht, die Lulu versucht sich noch irgendwie an Leben zu halten. Das Ganze ist aber relativ egal. Hier kriegt die Jinx ein Reset. Und Pudding kommt aber auch noch raus. Wieder ein nächstes Play. Nature's Wrath kommt drauf. Pudding glänzt das Ganze sofort. Wird aber von Leona jetzt durch. Sie sieht, Lulu versucht so lange zu peelen und zu schießen, wie es geht. Stirbt aber trotzdem. Und Pangi kommt jetzt dazu. TP'd. Mit Mantra Q reicht das Ganze, um den Marokka noch zu traden. Und die Lissandra geht auch noch raus. Yone Ult hinterher. Trifft ihr alle beide hinten in der Backline. Potro stirbt an Soul Unbound. Während das in Belama auch hinten drin. Und die Jinx kann free. Hinten kriegt ihr den Kill und einen Shutdown. Und steht damit 3-0. Cataclysm auf die Lissandra drauf. Die hat keine Kralle mehr zur Verfügung. Ultet sie sich jetzt auch selbst. Oh, die Ult von Skaven war ein bisschen zu früh. Und jetzt ist ja der Yone mit Soul am Bound drin. Potro stirbt. Hier werden das dann schon. Jinx mit den ersten Reset. Belama kriegt noch eine Combo raus. Und hier flasht die Jinx einfach hinterher. Der Reset geht also weiter. Aber alle Mann vom PL Flash ist auch davon. Da kommt noch eine Leona Ulti raus. Potro wird auch noch davon getroffen. Aber der Rest kann erstmal nicht verloren. Wir meinen das Pangi und nicht Potro. Und Jinx wird hier noch von Mantrachio getroffen. Das Ganze ist aber egal, ihr kriegt hier einen Kill. Und Skaven währenddessen alleine mit Speedy beschäftigt und kriegt dort auch einen Kill. Cybertrine an Drake dran. Will den haben. Lissandra ist auch drauf und dran, da hinten reinzugehen. Mit den Yones zusammen, aber Potter überlebt das Ganze. Genug Schädling ist da. Und Belama und Skaven sind hinten in der Backline drin, kriegen die Jinx. Und Ciri kriegt hier einen Kill nach dem anderen. Und PEL kriegt diesen Drake, damit auch Soul. Maokai potenziell jetzt hier rausgecatcht worden. PEL wollte nach dem Drake auch noch diesen Baron starten. Insec ins Team rein. Maokai damit down, kein Smite. Und PEL hat auch den Baron bekommen. Und jetzt geht es ja einfach auf diese Jinx. Cataclysm ist drauf. Jinx kein Flash. Die ist in dem Fall down. Ciri hier allein im Duell gegen Leona. Reicht auch für den Kill. Da stirbt auch noch der Maokai. Und PEL möchte hier potenziell finishen. Aber Pudding wird hier angegangen. Aber das ist egal. Der ist einfach nicht tanking genug. Der Yone. Die Kralle von Speedy kommt auch noch raus. Aber das Ganze ist egal. Das erste Game geht an die Atomic Lizards. Und die führen damit 1-0. Game Nummer 2. Belama oben und zu ganken. Trifft hier auch. Der Stun kommt auch noch raus. Flash war ein bisschen zu spät. Wukong down. Speedy flasht hier einfach drauf mit der Ulti. Trifft auch das Binding und dann kommt der Wukong runtergeroamed. Reicht hier für den Kill. Belama kann nur zugucken. Potro wird jetzt hier auch entdeckt. Wird durch. Sie sieht, der hat hier keine Chance mehr. Flash noch. Ich nehme alles zurück. Der hat hier doch noch eine Chance. Reicht das Healing? Nevermind. Jarvan hat doch noch genug Schaden. Und es ist hier Belama noch ein Fight. Aber das Ganze spielt sich da aus. Skelgen. Innen 2 gegen 1. Der Flash da sogar drauf. Reicht für den Kill. Und auch für den Melio mit den Slice and Dice. Double Kill für das Krokodil. Jarvan. Oh, schöner Stun. Schöner Scattered Weak von Pangi. Keine Chance hier für den Jarvan. Und Skaven kommt da mit einer Pflanze reingeflogen. Binding von Morgana sitzt es noch. Skaven wird von 2 Towern angegangen. Aber das ist nicht genug Schaden. Wukong geht hier auf das Krokodil drauf. Hat auch soweit den Damage. Conqueror jetzt voll gestackt auch von Rennington. Mit einem Skeletal Weak reicht das für einen Kill.
Potro ist hier sofort ein Cataclysm davon geflasht, wie wir gesehen haben. Skaterbreak trifft jetzt hier auch noch. Der Jarvan sehr low, aber Midi Healing ist down. Währenddessen stirbt der Potro an der Jinx. Erster Reset. Und Pangi, was macht der da? Der sucht Kleingeld. Was, also... Stirbt einfach. Oh, Morgana wird hier angeflasht, kriegt das Binding, kriegt das Shield noch raus, um sich vor der Ult zu schützen. Reicht hier auch für den Kill. Und dementsprechend jetzt die Jinx mit den ersten Reset. Die Jinx will den Kill haben, aber letzter Auto-Attack reicht nicht. Und Potro sidesteppt hier den Zap. Skaterbreak trifft hier auf dem Milio-Ult hinterher. Shiny for Dark wird einfach, Shine for Dark wird einfach gewonnen-hittet. Weil, interessant, dass sie nicht mit der Q über die Wand gegangen ist. Ist aber egal, reicht für den Kill. PL jetzt an Drake dran, die wollen ihn haben. Wäre der Digital Drake. Jarvan geht da mit der Combo rüber. Belama wird lange aufgehalten. Er kommt nicht mehr aus diesem Fight raus. Der Drake geht auch an die Cyber Tridents und die Jinx kann die ganze Zeit free hitten. Wir sehen, es kriegt jetzt ein Steady Re-Up, aber kein Follow-up mehr. Skelgen ist noch am Leben. Ein Busch versteckt sich da. Kann er mit einem Slice and Dice über die Wand. Potro wird hier von Longbinding getroffen. Sepp auch hinterher. Die Pfütze tickt und da kommt die Super Mega Death Rocket und aus Reich für den Kill. PL forst jetzt hier einen Baron. Die wollen ihn haben, die wollen was kriegen, aber da ist Pangi einfach down, wurde von Beine getroffen durch CC mit der Super Mega Death Rocket. Belama jetzt auch auf der Flucht, wird aber von Sepp getroffen. Dementsprechend ist er sehr lange geslowt, geht es auch noch mit der Ult rein, aber das ist kein Follow-up. Er stirbt hier und Cybertrend wollen jetzt diesen Baron einfach übernehmen. Man kriegt noch den Wukong ganz frech, weil der eine aggressive Route gelaufen ist. Und Pudding hat zumindest schon sein W Evolve und kann hier poken, trifft allerdings nicht. Dementsprechend jetzt die W auf langen Cooldown und PEL weiß es, man muss hier diesen Baron abgeben. Belama castet die Q, will er da rein. Skater the Weak trifft hier den Milio, man will ihn one-shotten und kriegt man auch hin. Er direkt down. Pudding auch mit der Ult hinterhergegangen mit dem Killer Instinct. Trifft ihn noch im nächsten Void-Seeker. Und PL kriegt hier diesen Drake. Jarvan kann das Ganze nicht stealen und Jarvan bezahlt hier auch mit seinem Leben. Wukong ist jetzt hier potenziell rausgecatcht, macht ein paar gute Sidesteps, ein paar gute Dodges, aber gegen so viele hat er keine Chance. Ab jetzt ist er einfach da und durch die Seed und tot. Jarvan geht hier direkt mit der Ult drauf und Pangi, der ist gleich sofort tot, man flasht auch davon. Potro und Pangi jetzt sehr, sehr low. Belama ist mit der Ult direkt drauf gewesen auf der Jinx, allerdings war da kein Follow-up da und dementsprechend kann jetzt hier diese Jinx einfach free hitten und da hilft auch keine Soul mehr. Erster Reset für die Jinx. Und Baron wahrscheinlich dementsprechend dann auch für Cybertriant. Pangi wird hier angeflasht von der Combo, wird auch getroffen. Die Ult kommt noch raus und damit kann man zumindest 1 für 1 traden. Belama wird jetzt hier rausgecatcht beim Grump machen. Hat auch kein Flash mehr zur Verfügung. Ist hier einfach gecatcht, ist down. Pangi stirbt währenddessen an diesen Wukong. Nein, doch, ja. Der Rest ist auch noch hinterher geflasht. Auch wieder 1 für 1 trade. Aber die Cybertriants wollen jetzt hier mit diesem Play enden. Skelgen kriegt die Wave ein bisschen noch runter. Mit dem Guardian Angel holt er ein bisschen Zeit raus. Aber die Jinx hat jetzt hier diesen Reset gekriegt. Die Jinx kriegt auch den Reset auf Pudding. Reicht für den Kill. Potro ist auch down. Und damit kriegt Cybertriant das zweite Game. Und es geht hier 1 zu 1 aus.